Tatü, Tata, euer Zane ist wieder da mit einer weiteren Folge Next Level Let's Play Deponia Doomsday. So, wir sind jetzt nach Elysium, nach Zukunfts-Elysium gekommen. Er will den Spielverderber spielen, aber ich habe nicht die Absicht, ihn gewinnen zu lassen. Komm schon, Mac. Willst du wirklich hier bleiben? Was? Nein, im Gegenteil. Ich will hier so schnell wie möglich weg. Wir müssen zurück in unsere Zeit, bevor wir noch... Psst, sag mal ruhig. Hörst du das auch? Nein, ich höre nichts. Puh, so ein Glück. Ich dachte schon, ich hätte irgendwelche dämlichen Einwände gehört, um diesen erhabenen Moment zu ruinieren. Ja, gell? Penner. Hallo? Hallo? Jemand zu Hause? So eine Geisterstadt ist ein Rummelplatz im Vergleich zu dem hier. Ich habe gar kein Inventar mehr. Nein! Abstellkammer. Aha, diese Tür ist einen Spalt breit offen. Wollen wir doch mal gucken, ob... Ja, als ob du so stark bist. Nee. Kombiniere, ich bräuchte eine Art Hebel. Deinen Penis. Ah. Luftballons zu gewinnen. Endgeil. Ja, Mann, Luftballons haben will. Einen Knopf. Wie jetzt? Kein Strom. Das sind ja geradezu deponiöse Zustände hier. Was? Oh, wie geil! Oh, ist er glücklich? Ich bin nicht mehr in Deponia. Oh. Vielleicht ja doch. Aber nein, das stimmt doch nicht. Das ist sicher nur wieder dieser Albtraum. Elysium kann nicht abgestürzt sein. Wann soll denn das bitte passiert sein? Hallo? Bing, 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 bing. Ich will mit dem Verantwortlichen hier reden. Das wäre dann wohl ich, wenn Sie die Freundlichkeit besäßen, mich aus diesem Schutthaufen zu befreien, kann ich Ihnen gerne alle Ihre Fragen beantworten. Ich stelle hier die Bedingungen klar. Wie Sie meinen. Wow, was gibt's denn hier alles? Also ist Elysium jetzt wohl doch abgestürzt, dass das Ganze doch passiert, oder? Er ist vielleicht eine Alternativgeschichte, dass Elysium so oder so abgestürzt wäre wegen irgendwas. So einen wollte ich immer für mein altes Zimmer haben. Zu dumm, dass genau an dieser Stelle die Gasleitung verlief. Aber das neue Zimmer hat auch was. Oh, Eis, Eis. Oh, Tutti Frutti Eis, Schokoeis, Vanilleeis. Oh, bestimmt alles mal. Eis. Wie jetzt? Kein Strom? Und sowas nennt sich Elysium? Wie jetzt? Kein Strom? Und sowas nennt sich Elysium? Wie jetzt? Kein Strom? Und sowas nennt's... Mann. Blumenkasten. Entweder hier fehlen Blumen oder ein Kastenbrot hat sein fliegendes Auto ungünstig geparkt. Ein Rohr. Stillhalten? Das könnte jetzt etwas wehtun. Was haben Sie vor? Wart's ab. Rohr verlegen. Tun Sie schon was? Nein, wieso? Hä? Stillhalten? Wart. Hä? Tun Sie schon was? Nein, wieso?
Die erinnert mich irgendwie an meine Vision. Schnee, Fuloks, ein abgestürztes Elysium. Ach nee, das kann alles gar nicht passiert sein. Und wenn doch, werde ich zu verhindern wissen, dass es wieder passiert. Wenn ich ihn nicht frei bekomme, kann er immer noch ein Puppentheater aufmachen. Ein Solo-Puppentheater. Und sonst so? Ach, Sie wissen ja, wie das ist. Stress auf der Arbeit, Stress in der Familie. Ach, holen Sie mich endlich hier raus! Schon gut, schon gut. Man wird doch mal ein bisschen menschlich sein dürfen. Entschuldigung, das sind die Nerven. Ich bin es einfach nicht gewohnt, dass Ihre Enten lose aus dem Arm baumeln. Bäh. Ja, puh. Nimm mal die Stange. Und vielleicht können wir ja mit der Die erinnert mich irgendwie Schnee. Und wenn doch... Die sieht ja aus wie so eine Wirbelsäule. Ich kann ja mit der Stange das Rohr hochheben. Hm, vielleicht, wenn ich das Rohr hinter diesen Stumpf da klemme und... Aua! Das ist mein Bein! Oh, Entschuldigung. Ohne den Fuß war es schwer, als solches zu erkennen. Ah, okay, wohl doch nicht. Dann können wir... Was macht denn der da hinten? Er will den Spielverderben, aber... Ist es ein Arsch? Zwecklos. Er will den Spielverderben, aber ich habe nicht die... Das ist ein Arsch, oder? Ja. Zwecklos. Er will die... Aber nein, halt nicht. Hä? Ach, der geht's auch noch weiter. Ah... Klappe und Chronicle. Mach dich mal nicht so breit. Sorry. Hui. Puh. Feuerlöscher. Ein Feuerlöscher. Puh. Sowas ist was für Feiglinge. Ich komm nicht ran! Hier ist alles kaputt! Oh je, hoffentlich waren wir das nicht. Wieso? Sagtest du nicht, du hättest in deiner Vision die Welt gerettet? Vielleicht wird das nie passieren. Zumindest nicht, solange du hier festsitzt. Nicht so schnell, ja? Noch sitzen wir nicht fest. Immer mit der Ruhe. Hm. Ich behalte die Sachen lieber bei mir. Sie sind integraler Bestandteil meines Planes. Dann halt nicht. Nicht unbedingt seine Schokoladenseite. Eigentlich ja schon. Du, McChronicle. Du Nasenhuhn hast uns in die falsche Zeit gebracht. Ich weiß, ich arbeite daran. Hier ist alles kaputt. Oh je. Sagt vielleicht wird zumindest... Noch im... Und das hier ist wirklich und das die Zukunft? Hier ist wirklich die Zukunft? Ich würde meinen Hut verwetten. Das kann ich dir auch nur raten. Aber ich hatte es mir ganz anders vorgestellt. Vielleicht war es auch mal anders. Jeder Eingriff erschafft eine neue Zeitlinie. Verstehe. Wie wenn man Torte schneidet. Quatsch. Nicht wie wenn man Torte schneidet. Also nicht. Aha. Du hast nicht zufällig eine Torte dabei, oder? Was treibst du da eigentlich? Ich versuche, uns von hier wegzubekommen. Ja, da wäre ich langsam auch mal fast dafür. Nach Hause. Wohin genau können wir dann ja noch sehen? Brauchst du noch lange? Das ist relativ. Ein Temporalphysikerwitz. Verstehe ich nicht. Mach einfach schneller oder ich töte deinen Großvater. Auch nicht schlecht. Das war kein Witz. Brauchst du Hilfe? Mir würde es sehr helfen, wenn du mich in Ruhe ließest. Ach ja, ich wollte ja noch diesen Elysianer retten. Aber du sollst dich doch nicht einmischen. Der Deal war, du bohrst nicht in meiner Nase und ich nicht in deiner. Was? Aber nein, der Deal war... Deal ist Deal. Denk an den Deal. Kapiert. Ich schaue mich noch ein bisschen um. Fass bitte nichts an. Keine Sorge, meine Hände sind sowieso nicht gewaschen. Zu viel Informationen. So, jetzt können wir aber die Tür auf, oder? Oder Kampfkoloss Rufus!
Geht doch. Na toll, außer Besen nichts gewesen. Eine Abstellkammer. Ein Höhepunkt purzelt über den nächsten. Der ist doch geil. Paintball Gun. Hauptsicherung. Paintball Gun. Oh, also ich habe mir mal die Achievements durchgeguckt, was eigentlich so Achievements gibt. Und hier gibt es ein Achievement, wenn man die Paintball Gun nicht aufnimmt, bekommt man ein Achievement und zwar als irgendwie Pazifist oder so. Aber irgendwie bin ich schon ziemlich geil drauf, die aufzunehmen und einfach mal ein bisschen rumzuschießen. Es sei jetzt die Frage, bin ich jetzt Achievement geil oder nicht? Achievement geil oder nicht? Achievement geil oder nicht? Doch, ich bin Achievement geil. Beziehungsweise, ach, scheiß drauf. Ich will eine Paintball Gun haben. Ronny! Was zum... Ballons? Also mit so einem Kinderkram. Also, Moment mal. Sind das etwa Heliumballons? Aber natürlich! Wie die, die man benutzt, um schwere Trümmerteile abzutransportieren? Das wäre mir neu. Kein Wort mehr. In diesem kongenialen Denkapparat formt sich gerade der Plan zu einem neuen, brillanten Manöver, über das noch Generationen sich miteinander unterhalten werden. Vorausgesetzt, sie kriegen vor Staunen den Mund zu. So, jetzt will ich aber erstmal ein bisschen mit dem Paintball Gun rumspielen. Was zum... Die ist ja leer. Dieses Elysium entwickelt sich langsam zur Parade der Enttäuschungen. Na super, jetzt hab ich eine leere Paintball Gun. Dann hätte ich es auch einfach zu Achievement holen können. Zwecklos. Er will den Spielfang, aber... Ohne Munition ist das ziemlich witzlos. Ohne Munition... Ach man. Die Elysianer verstehen was von Lifestyle. Ich hätte da ein paar Fragen. Toll! Ich kann es kaum erwarten, sie zufriedenstellend zu beantworten. Oh, ist die Stimme nervig. Was ist hier passiert? Ich wurde von einem freundlichen Herrn mit verwegener Frisur angesprochen. Wie bekommst du nur diese tolle Tolle hin? Ich benutze ranziges Motoröl als Haarwachs, aber nicht weiter sagen. Bravo! Eine brillante Methode, um herauszufinden, wer die wahren Freunde sind. Elysium steht in Flammen. Es ist dir also aufgefallen? Ich hoffe, diese Unannehmlichkeit schmälert dein Vergnügen nicht allzu sehr. Ich komm klar. Puh, das ist eine Erleichterung. Ich kann kaum abwarten, diese schöne Nachricht den Bediensteten zu überbringen, die trotz ihrer Verletzungen die Lebenserhaltung für dich aufrechterhalten. Sag ihnen bitte auch, dass die Klimaanlage ein bisschen stark pustet. Die Stimme ist echt nervig von dieser komischen kleinen Ronny-Pflanze da. Wie funktioniert das Spiel noch gleich? Es ist ganz einfach. Du schießt mit deinem Paintball-Gun auf die Zielscheibe. Triffst du ins Schwarze, bekommst du 20 knallbunte, 40 lustige Ballons. Muss ich mir das alles wirklich merken? Nein, nein. Bring nur deine Paintball-Gun. Der Rest erklärt sich beim Spiel. Ich hab's mir überlegt. Ich nehme doch den Trostpreis. Ohne überhaupt gespielt zu haben? Dann gibt es aber nur die Hälfte der Ballons. Nur die Hälfte? Vergiss es. Wo bekomme ich neue Paintball-Munition her? Ist die schon wieder alle? Einen Moment, ich schicke jemanden. Oh je, Problemo grande. Das Lager wurde beim Aufprall zerschmettert. Die Arbeiter sind eingeklemmt. Ich soll in ihrem Namen um Vergebung bitten. Sag ihnen, meine Vergebung will sich erst verdient werden. Danke für gar nichts. Es war mir eine Kur, das reinste Sonnenbad. Ein... Tschüss, Ronny. Ohne Munition. Hurra! Tausender Applaus, die Menge tobt. Endlich ein würdiger Kandidat im Kampf um die Krone beim Paintball-Zielschießen. Ein angemessener Empfang. Was muss ich tun? Es ist ganz einfach. Du schießt mit deinem Paintball-Gun auf die Zielscheibe. Triffst du ins Schwarze, bekommst du 20 knallbunte, 40 lustige Ballons. Verfehlst du, bekommst du zum Trost 20 rückgratstarken, schmunzelnde Ballons. Du kannst nur gewinnen. Hip, hip, Elysium. Boah, diese Stimme. Ich brauche keine Almosen.
Ich werde mir die Balance mit einem ehrlichen Treffer ins Schwarze verdienen. Wie Monsieur belieben. Halt den da raus. Das hier ist eine Sache zwischen dir und mir. Toll machst du das. Jeder Profi weiß, dass das Anvisieren der Zielscheibe bereits die halbe Miete ist. Alter, halt die Fresse. Du bist so gut, dass du dafür nicht einmal die geladene Paintball-Gun im Anschlag benötigst. Ja, ja. Ich bin leider sehr gut. Wow. Einfach nur wow. Ohne Munition ist... Wisst ihr, was ich jetzt am liebsten machen würde? Bam auf die Fresse. Bam auf die Fresse. Bam auf die Fresse. Boah, du hast eine Stange gefunden. Das hast du sehr gut gemacht. Weiter so. Per Aspera ad Astra. Ohne Munition ist das... Je. Naja, aber wir haben doch jetzt eigentlich wieder Strom, oder nicht? Oh, halb. Bevor ich das da... Könnte ich doch jetzt rein theoretisch auch wieder da rein. Hallo? So eine Geist... Achso, stimmt, die macht der Tür nicht auf einfach. So ein Wort, zu dumm, aber das... Aber jetzt kann ich Eis bestellen. Vanille-Eis. Boah. Das ist ja nur Sapsche. Ich bin enttäuscht, ich meine. Es liegt daran, dass es hier unten in der Küche brennt. Spar dir die Ausreden. Ausreden kann man nicht lutschen. Und gib dir mehr Mühe. Sehr wohl, mein Herr. Was soll's, bevor es umkommt. Was hat denn der mittlerweile echt nur noch mit Lutschen? Yum. Kommt, jetzt noch ein Schokoeis. Heute ist Cheat Day. Yummy. Immer noch Sapsche? Ich bitte um Vergebung. Uns sind hier unten die Feuerlöscher ausgegangen. Das Trinkgeld ist hiermit gestorben. So, und jetzt noch Tutti Frutti Eis. Tutti Frutti. Immer noch Sapsche? Ich bitte um Vergebung. Uns sind hier unten die Feuerlöscher ausgegangen. Das Trinkgeld ist hiermit gestorben. Oh, noch mal ein bisschen Vanille-Eis. Immer noch Sapsche? Ich bin uns. Das Trinkgeld. Oh, nochmal Schokoeis. Es gibt doch hundertprozentig ein Achievement. Immer noch. Ich und das Trick. Ja, Mann. War ja klar. Oh, Manuel, das ist so. Was kann ich denn jetzt tun? Hier die Stange. Das haben wir ja schon ausprobiert, das Stange mit dem Rohr. Der will ein Feuerlösch unten, also muss ich doch eigentlich nur irgendwie an den Feuerlösch rankommen. Zwecklos. Er will den Spiel verderben, aber ich habe nicht die Absicht, ihn gewinnen zu lassen. Ich muss da irgendwie rankommen. Du, Macronic. Hm? Da ist ein Feuerlöscher in dem Staufach hinter dir. Könntest du bitte... Natürlich. Oh, nein. Ich glaube, du hast... Egal, schon okay. Feuerlöscher ist Feuerlöscher, ne? Feuerlöscher, Fragezeichen? Ein Feuerlöscher. Zumindest ist auf der Plakette ein kleines Flämmchen abgebildet. Beweisführung abgeschlossen. Ja. Das ist als Munition vollkommen ungeeignet. Wenn mich mein Expertenwissen nicht trügt, benötige ich bunte Kugeln. Hier brennt noch nichts, mit Betonung auf noch. Und wenn es soweit ist, werde ich in der Nähe sein. Das ist als Munition...
Und du bist dir sicher, dass das ein Feuerlöscher ist? Du Rufus, ich habe hier alle Hände voll zu tun. Kannst du nicht einfach selber nachgucken? Ach nee, lass mal, ist nicht so wichtig. Oh je. Mal gucken, was der zum Feuerlöscher zu sagen hat. Der Ronny. Hier brennt noch nichts. Mit Betonung auf noch. Und wenn's... Oh, hier, Kretsch. Brennst du zufällig? Nur darauf, hier endlich rauszukommen. Na guck, es könnte dir also noch schlechter gehen. Stimmt irgendwie. Hast du das gehört, Dörte? Alles wird gut, Dörte. Sag mal, lehnt meine Frau gar nicht mehr am Balkongeländer? Ich beeil mich, okay? Schüss. Zu spät. Zu spät. Hä? Achso, ich muss erstmal das Eis wieder nehmen, wahrscheinlich. Ich brauche hier einen leeren Sanche? Aufzug. Ich bin um Vergebung. Ja, 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 ja. So, und jetzt schicken wir den mal den Feuerlöscher runter. Tatü, tata, Rettung ist nahe. Euer Sein ist wieder da. Ach, dann war das am Ende gar kein Feuerlöscher. Dabei war doch extra dieses Schild mit den Flammen drauf. Ja. Das ist diesmal aber nun wirklich nicht meine Schuld. Also noch weniger als sonst. Weg mit dem Dreck. Jetzt habe ich einen Haken. Da oben nutzt er mir wenig. Da oben nutzt... Bäm, 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 bäm. Ohne Munition. Ohne Munition. Naja. Dann holen wir ihn halt mit der Stange herunter. Ich muss die Pleite mit meiner patentierten Hakenstange nicht unbedingt wiederholen. Auch wenn sie letztlich zu der Erkenntnis geführt hat, dass man im Notfall statt Glasaugen auch Hühnereier nehmen kann. Hä? Ah. Haken. Haken an Vanille ist. War gut, aber das Kabel war zu kurz. Oh. Was Blumen angeht, bin ich ausnahmsweise einmal kein Experte. Darum habe ich auch die Gartenarbeit immer Toni überlassen. Und ihr auch nichts zum Jahrestag geschenkt. Was genau tun Sie da eigentlich? Geduld. Du wirst es gleich sehen. Da bin ich mir nicht sicher. Irgendwas ist mit meinen Augen. Sie brennen. Und ich sehe nur Schlieren. Also langsam zweifle ich daran, dass sich diese ganze Mühe für dich überhaupt noch lohnt. Boah, Pisser. Aua, was tun Sie? Nicht rumjammern. Es hätte fast funktioniert. Ich für meinen Teil verbuche diese Idee als Erfolg. Ich spüre meine Beine nicht mehr. Und ich sage Erfolg. Ein wahnsinniger Erfolg. Ganz schön wackelig hier. Da schon mal nicht. Was genau tun? Geduld. Da bin ich mir... Sie brauchen... Also lang... So eine Schlamperei. Nur weil man eine Stadt im Orbit baut, heißt das noch lange nicht, dass sie nicht erdbebensicher sein muss. Ah, warte mal. Oder auch nicht. Wollen Sie vielleicht doch noch mal die andere Matratze ausprobieren? Sprich mit der Hand! Ach, halt mal, vielleicht muss ich ja hier mit der Stange was machen. Ja, Kampfkoloss Rufus kommt wieder. Mann, Alter, das ist eine Monsterstange. That's what she said. Was genau haben Sie vor?
Warst du einfach... Ich befreie natürlich. Indem sie den Balkon abbrechen? Genau. Der Balkon wird mit dem Kabel zusammen in die Tiefe stürzen und das Rohr mit sich ziehen. Aber pronto, schon verstanden. Kampfkoloss Rufus. Oh, verdammt, ist das schwer. Gleich nochmal. Zweiter Versuch. Ich schaff's noch. Sind Sie sicher, dass... Ich sagte, ich schaff das. Hä? Beweg dich endlich. Ich bin mir wirklich nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Abwarten. Ich probier's mal mit dranhängen. Was? Nein, stopp! Oh. Nicht schon wieder so ein Scheiß. Und tschüss. Tja, ganz so war's nicht geplant. Hallo? Welcher Idiot war das? Na, warte. Go! Was? Die Orbit-Elfe aus meiner Vision? Mein Name ist Goal. Goal, genau. Dann war das wirklich die Zukunft, die ich gesehen habe. Ich habe mit dir zusammen die Welt gerettet. Ja, wow. Gut gemacht. Sieht das für dich nach einer geretteten Welt aus? Ja, ich wollte gerade fragen. Was ist passiert? Du hast uns im Stich gelassen. Das ist passiert. Ich habe mich geopfert. Für dich. Für Deponia. Ja, das dachte ich auch erst. Aber ich hatte viel Zeit, darüber nachzudenken. Im Endeffekt hast du es wieder nur allein für dich getan, oder? Darf ich kurz stören? Ihr habt offenbar viel zu bereden. Aber ist das hier wirklich der richtige Zeitpunkt? Halt dich da raus, Gerümpelstielchen. Nein. Necronicle hat recht. Wir können das später noch klären. Erstmal müssen wir hier weg. Ja,